I love Islam. Islam is absolutely my life. There's nothing in the world as important to me as Islam. And there is nothing in the world that I am not willing to give up for the sake of Allah, for Islam, and for the Muslims. That's a fact. It's an unquestionable fact. Because Islam is everything to me, because I know the power of Islam. I know the power of Allah. I understand Allah's love. I understand His wisdom. I understand His mercy. I understand His justice. And I know there is nothing that is better. And I wish to share this with everyone. And the first thing I had to learn was how to present Islam and how to live Islam. You know, for those of you who know, I embraced Islam about 24 years ago, to the consternation of most of my family. And actually, the reaction of my family was so severe that one member of my family actually tried to kill me. Another member actually arranged to have me committed to a mental institute because they couldn't believe that I would, you know, go into Islam. And yet, by applying Islam to my life, by living Islam, most of my family is now Muslim. Alhamdulillah. The thing is that everywhere you go, if you actually are living Islam, if you are demonstrating Islam, you will impact people and you will change their mindset. Now, when we go up to Congress, we go up to the Capitol Hill, you know, talk to our senators or whoever up there, some people go up yelling and screaming and threatening. I don't see that as the way in Islam. The way in Islam is to introduce them to the truth. So first of all, I let them see me and know me as a Muslim woman, that they would know something of Islam. And then I can talk to them in gentle ways about what has to be done. And so we get a lot of things accomplished. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich möchte eine Geschichte erzählen über eine Frau aus Amerika, die mich persönlich sehr berührt hat. Und zwar geht es um Amina Asilmi. Sie war eine Baptistin aus Colorado. Und die Geschichte handelt davon, wie das Vertrauen zu Allah einen Menschen beeinflusst oder was es aus einem Menschen macht und wie stark es einen Menschen machen kann. Diese Frau, Amina, war 1975 Studentin und damals wurden Computer zur Registrierung in Kursen angewendet, das erste Mal. Und bei ihr geschah ein Fehler, ein Computerfehler, und sie wurde in einen falschen Kurs, an dem sie sich gar nicht angemeldet hatte, eingeteilt. Es war ein Theaterkurs, was sie gar nicht, also sie mochte Theater gar nicht. Jedenfalls hat sie dann irgendwie einen Weg gefunden, trotzdem da mitmachen zu können. Und als sie dann in den Kurs kam, war alles voller Araber. Und sie hat Panik gekriegt. Sie hat gedacht, ich will mit diesen Leuten, Kameltreibern, nichts zu tun haben. Jedenfalls war sie fertig. Sie war damals schon verheiratet. Sie hat zu ihrem Mann gesagt, das mache ich nicht. Keine Chance. Und ihr Mann, auch ein gläubiger Christ damals gewesen, hat gesagt, Gott wird für alles einen Grund haben. Vielleicht ist es deine Aufgabe, diese Araber zum Christentum konvertieren zu lassen. Und das hat ihr dann den Grund gegeben, in diesen Kurs einzusteigen. Jedenfalls hat sie sich dann mit den Arabern unterhalten über das Christentum und hat versucht, wirklich die Araber davon zu überzeugen, dass Christentum das Richtige ist. Und es gab Diskussionen und die Araber haben sich nicht
konvertieren lassen. Also es ging einfach nicht. Dann hat die Frau gesagt, okay, sie hat sich einen ausgesucht, hat gesagt, gib mir den Koran, ich lese mal, was bei euch so, was es für eine Religion ist. Sie hat sich da vertieft, sie hat nachgeforscht, gelesen und sie hat sich so weit reingesteigert, dass sie gar nicht mal mehr ausgehen wollte. Sie hat keinen Alkohol mehr getrunken, kein Schweinefleisch mehr gegessen, unterbewusst. Also sie war immer noch überzeugte Christin. Der Mann hat schon gedacht, sie hat eine Affäre und hat sie halt beschuldigt, hat gesagt, du hast eine Affäre. Und sie haben sich getrennt, also er hat sie verlassen und sie war allein. Und hat sich aber trotzdem weiter damit beschäftigt. Bis eines Tages ein Mann an ihre Tür geklopft hat, sein Name ist Abdulaziz. Und er hat ihr gesagt, du wartest nur drauf, Muslimin zu werden. Und sie war geschockt, sie hat gesagt, nein. Aber wo du schon da bist, reden wir. Und er hat ihr viele Fragen beantwortet. Und das ist ein schöner Vergleich, wie sie das hier beschreibt. Er erklärte, dass Allah uns aufgetragen hat, Wissen zu suchen und Fragen sind ein Weg, dazu zu kommen. Wenn er etwas erklärte, war es, als sähe man eine Rose beim Öffnen zu. Blütenblatt für Blütenblatt, bis sie ihre ganze Pracht entfaltet. Ja, das hat so weit geführt, bis sie 1977 die Schahada gesprochen hat. Also sie ist wirklich zum Islam übergetreten. Und das hatte natürlich Konsequenzen. Also damals wird man wohl wissen, dass es noch nicht so ausgereift war wie heute. Also die Freunde wollten nichts mehr mit ihr zu tun haben und sogar die Familie wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Die Mutter hat es also gar nicht akzeptiert. Die Schwester, ihre Schwester, hat gedacht, sie hat eine psychische Krankheit und wollte sie wirklich in eine Psychiatrie einweisen. Und ihr Vater, ihr Stiefvater, der hat vorgehabt, also er hat schon das Gewehr in die Hand genommen und wollte sie umbringen, mit der Begründung, besser sie ist tot, als lande sie in der tiefsten Hölle. Dann hat sie hat sich davon nicht abhalten lassen, sie hat immer weiter gemacht, also sie hat dann das Kopftuch angezogen. An dem Tag, als sie zur Arbeit gegangen ist, wurde sie gekündigt. Sofort. Das heißt, sie hatte keine Familie, keine Freunde und keinen Job mehr. Dann kam die Scheidung von ihrem Mann, was wirklich schwierig war für sie. Das Gericht, also damals gab es noch nicht diese Gesetze wie heute, hat damals gesagt, wenn sie ihre zwei kleinen Kinder behalten will, dann sollte sie sich vom Islam lossagen. Und sie hat nur 20 Minuten Bedenkzeit bekommen für diese Entscheidung. Was noch zusätzlich schlimm war, zu der Zeit haben ihr die Ärzte gesagt, sie kann keine weiteren Kinder bekommen. Also sie ist unfruchtbar. Mittlerweile war sie so fest im Glauben, dass sie zu Gott gebetet hat, um jetzt die Entscheidung, um sich einfach zu entscheiden. Also sie hat zu Gott gebetet und ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie am Islam festhält. Also sie musste auf ihre Kinder verzichten, was wirklich für eine Mutter unvorstellbar ist. Aber sie hat darauf vertraut, dass Gott ihr diesen Weg einfach weiter gehen lässt. Also um dann zu siegen, sozusagen. Jedenfalls hat sie den Fall in die Medien gebracht damals, worauf eine
Gesetzesänderung kam, dass man aufgrund der Religion nicht die Kinder der Frauen ziehen kann. Ja, also sie hat einfach weitergelebt, war halt alleine, hat den Islam weiter praktiziert und sie hat den Islam gelebt. Also sie hat sich wirklich verhalten wie eine richtige Muslimin, sie hat mit Respekt geredet, sie hat nur Gutes getan. Und die Freunde und die Familie haben wieder so ein bisschen den Kontakt zu ihr gesucht. Die haben gemerkt, sie ist ein besserer Mensch geworden und haben einfach, also die haben wieder Kontakt gehabt. Dann ging es los. Ihre Großmutter, die war schon über 100 Jahre alt und sie hat den Islam angenommen, kurz bevor sie gestorben ist. Und dann kam ihr Stiefvater, der sie ja umbringen wollte. Er hat auch den Islam angenommen. Dann kam ihre Schwester. Dann kam ihr inzwischen 21-jähriger Sohn. Dann kam ihr Ex-Mann, der sie ja damals verlassen hat. Und er hat dazu noch gesagt, also er war wirklich, also er hat sich entschuldigt für sein Verhalten. Und dadurch, dass sie Muslime war, sie hat ihm schon längst vergeben gehabt. Also das war keine Frage mehr. Sie hat einen anderen Mann geheiratet und nicht vergessen, sie war unfruchtbar. Sie hat einen Sohn gekriegt. Also Allah hat sie gesegnet. Deshalb hat sie ihren Sohn Baraka genannt, was Segnung heißt. Also Segen. Ja, inzwischen ist sie Präsidentin der Internationalen Union muslimischer Frauen und sie hat sich also, sie macht auch viele, sie hält viele Vorlesungen und es hat sich halt so einen Namen gemacht in Amerika. Und was noch unglaublicher war, sie ist an Krebs erkrankt und trotzdem, sie hat gesagt, das ist für mich eine Segnung, also eine Segnung von Allah. Also sie ist trotzdem dankbar dafür. Also diese Frau hat wirklich verstanden, was es heißt, was das Wort Allahu Akbar heißt. Hier wurde die Entscheidung gestellt, entweder die Kinder oder Gott. Sie hat gesagt, Allahu Akbar. Sie hat gesagt, dein Job oder Gott, Allahu Akbar. Sie hat gesagt, deine Familie, deine Freunde oder Gott, Allahu Akbar. Und es hat ihr wirklich die Kraft gegeben, es hat ihr die Ruhe gegeben und wir können uns wirklich alle ein Beispiel dran nehmen.